Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Ich weiß, es ist schon absolut Ewigkeiten her, seit ich dieses Spiel eigentlich beendet habe. Aber damals habe ich euch auch versprochen, dass ich auch den kompletten Rest des Spiels so ähnlich wie in Assassin's Creed 2 fertig mache. Und eben ist es halt jetzt soweit. Ich habe jetzt am Wochenende also mal ein bisschen mehr Zeit. Und ihr seht, es gibt wirklich scheiße viel noch zu tun. Okay, diese Assassinen, die kriegen wir ja relativ schnell wieder. Aber es geht mir hauptsächlich um diese Aufträge. Hier zum Beispiel, wenn ich es markieren könnte, diesen Diebesauftrag oder Leonardos Maschinen oder diese Abstergo-Templer-Agenten oder auch Christina meine ich. Und natürlich auch vor allem die wiederhergestellte Erinnerung mit dem Verschwinden Da Vincis und zu guter Letzt natürlich die Verstecke von Romulus, damit wir auch diesen Schatz, der hier drunter ist, auch uns holen können. Ihr merkt, es ist noch einiges zu tun, den ganzen anderen Kram hier mit Schätzen und so, den hole ich offscreen. Das würde den Rahmen eindeutig sprengen von dem Ganzen. Und dementsprechend muss ich da ein bisschen drauf achten. Können wir uns noch ein bisschen die Wirtschaft angucken? Diese Grünen, das sind alles, wo ich in Geschäfte investieren kann, wo es relativ sicher ist. Hier zum Beispiel, wo es so ist, ist die... okay, ist der Risikofaktor sicher, aber die Popularität ist mittel. Oh, ach so. Okay, gut. Risikofaktor sehr hoch. Okay, dementsprechend könnt ihr in dieser Ansicht hier mit Y bei mir oben, seht das in der Mitte, könnt ihr sehen, in welche Geschäfte ihr am besten investieren könnt. Und hier sehen wir dann noch den Borgia-Einfluss. Der ist im Moment absolut null, weil ich ja schon alle Borgia-Türme genommen habe. Aber es gibt ja noch andere Türmchen. Hier ist zum Beispiel noch einer und da oben. Das sind, glaube ich, noch zwei. Die muss ich auch noch holen. Aber Gelaber ist jetzt genug, dementsprechend spielen wir jetzt mal weiter. Und damit ich auch in nächster Zeit weiß, ob ich oder wo ich mir die Schätze holen muss, kaufe ich mir jetzt auch endlich die Schatzkarten und Banner. Ich weiß gerade nicht mehr, was man alles mit den Bannern anfängt. Wow, das kann ich mir nicht kaufen. Ich habe zu wenig Geld. Dann muss ich mir noch Geld holen. Es könnte auch ein bisschen komplizierter werden bei mir von der Steuerung her, weil Assassin's Creed Brotherhood bzw. Revelations, alles mit der alten Steuerung, habe ich schon absolut ewig nicht mehr gespielt. Und in Rom war ich auch wirklich schon lange, lange, lange nicht mehr. Dementsprechend tue ich jetzt Geld abheben und habe jetzt richtig viel Geld. Ich kann nur in ein Geschäft gleichzeitig investieren, weil ich schon da unten in den Kunsthändler mal investiert habe. Zum Saisonende. Ja, Moment. Ich muss mich eh reparieren. Dementsprechend kann ich noch hier beim Fabro rumrennen. Kann mich reparieren. Und es gibt neue Rüstungsteile. Ja. Okay, aber diese sind halt eben nur, wenn ich den Geschäftsauftrag beende. Und da fehlt mir noch ein Schrumpfkopf. Exodia? Ah, Exotica. Okay, ich dachte schon hier, Yu-Gi-Oh! Oder was? Gut, das heißt, ich brauche noch einen Schrumpfkopf, Kopf, und den komme ich auch nur, wenn ich in Geschäfte investiere. Dementsprechend können wir da noch nichts machen und das dauert... Oh Mann, come on! Was willst denn du? Ich weiß, ich darf keinen umbringen, aber ich mach's. Die Frage ist, war das überhaupt der, der mich vorhin angerempelt hat? Naja. So, und die Schatzkarten, jetzt endlich noch diese Banner am Ende. Mehr kann ich gerade nicht machen. So, als nächstes gucken wir denn jetzt endlich mal, was wir anfangen wollen. Ich habe ja gesagt, ich will ja den ganzen Schmarrn hier nicht unbedingt euch zeigen. Auch die Assassinen-Rekruten kann ich da unten holen. Je nachdem. Und dementsprechend bewegen wir uns dann zuallererst hier zu einem Diebesgilde und machen den Diebesauftrag. Ich habe mich jetzt eigentlich dafür entschieden. Ich dachte zuerst, ich könnte es vielleicht machen, dass ich euch frage, was wollt ihr denn am liebsten? Och nö, das ist jetzt hier relativ spontan, die Aufnahme. Dementsprechend zocke ich einfach los und das ist ja auch eigentlich der Sinn eines Let's Plays. Who the fuck is kidding me? Ich spiele einfach. Ich weiß natürlich, der Satz hat nicht gestimmt.
Dementsprechend, wenn wir jetzt auch hier drin sind, können wir uns noch ein bisschen unsere Galerie angucken. Dadurch, dass ich, glaube ich, Cesare zuletzt umgebracht habe. Oh ja, ich habe Cesare umgebracht. Episches Bild. Okay, denn da hinten habe ich nicht umgebracht, aber der ist halt verreckt. Vatermorden so, ihr wisst's noch. Wenn nicht, guckt euch einfach den letzten Part an. Ich muss ja auch ein bisschen Werbung in Eigensachen machen. Und hier war natürlich unser Brunnen mitten im Innern. Da haben sich nicht sehr viel Mühe gegeben mit der Gestaltung. Das muss ich selber noch gucken, wo war denn der Schmarrn? Da. Diebesgilde. Wer lesen kann, ist natürlich im Vorteil. Oh Gott, Assassin's Creed Brotherhood ist schon Jahre alt, wenn man es jetzt sieht. Assassin's Creed 3 ist schon lange raus, während ich das ja gespielt habe. Wollte ich euch ja ein paar Infos zum Dreier geben. Jo, genau. Wander du mal mit den Leuten hier. Roms Einkommen ist gestiegen. Warum eigentlich? Ich habe nichts gemacht. Was ich jetzt sagen wollte. Damals wollte ich euch ja sagen, hey, Infos zu Assassin's Creed 3. Mittlerweile ist Assassin's Creed schon 3 raus und es kommt schon Assassin's Creed Black Flag. Man, das ist schon extrem lange her. Was? So, jetzt interagieren wir mal. Ezio! Braucht ihr meine Hilfe? Die Diebe in Roma sind jung. Geschickt, aber jung. Leicht zu provozieren. Ein Bandenkrieg? Die Cento Occhi. Cesare Borgias Stiefellecker. Sie bereiten uns große Probleme. Wo finde ich sie? Meine Diebe zeigen es euch. Ja, wenn ich sie ja erstmal vom Kartenspielen abhalten kann. Ah, das ist der Auftrag, ja, wo ich im Grunde mich die ganze Zeit mit allen kloppen muss. Na, das ist wunderschön. Das ist doch genau so meine Art, wie ich gerne anfange. Stop it! Oh, cool. Genau, die brauche ich nämlich auch. So, jetzt müsste ich aber eigentlich ein neues Ziel hier auf der Karte haben. Da ist es. Und das ist doch perfekt, denn das hier wollen wir auf jeden Fall. Und naja, da müssen wir nicht viel machen, aber das ist auf jeden Fall perfekt. Da wollen wir nämlich auch hin. Die Stelle könnte ich natürlich renovieren. Aber das mache ich auch alles offscreen, weil das dauert jedes Mal wieder so ungefähr 10 Sekunden. Ich weiß, 10 Sekunden ist nicht viel, aber ich muss sehr viel noch renovieren und das ist extrem viel. Und das hier ist ein Bug. Dieser Aussichtspunkt wird immer wieder angezeigt. Dafür kann ich einfach nichts. Aber dementsprechend bewegen wir uns jetzt schon mal da hinten hin. Da war doch ein Gaul irgendwo. Biatsche, gib mir dein Pferd. Ach, du stehst immer noch hier rum? Oh, Moment. Gaul, komm her. Danke. So, jetzt bewegen wir uns endlich dahin, wo es hin soll. Ich dachte eigentlich, mit A gehe ich ein bisschen schneller. Das war nämlich in Assassin's Creed 3 so. Dementsprechend habe ich mich da jetzt voll vertan. Ich folge einfach der Straße, weil ich glaube, was anderes bleibt mir nicht übrig. Das wollte ich natürlich jetzt gerade nicht. Einfach auf die Typen zurennen, dann passiert natürlich das. Wie war denn das nochmal mit Konda? Achso, hier. Heieiei. Das Spiel verlernt man echt schnell, weil es im Assassin's Creed 3 wesentlich anders ist. So, und da haben wir es ja schon. Ich muss im Grunde nur noch geradeaus laufen. Und da oben drauf wird mein neuer Assassine-Rekrut, glaube ich, verprügelt. Das ist die Frage nur noch, wie komme ich da hoch? Das ist natürlich so irgendwie die Frage. Natürlich war der Move von mir mit diesem, hey, ich kloppe euch alle tot, war natürlich nicht der schlauste. Aber was soll's, es macht ein bisschen Spaß. Ah, come on. Muss ich da hoch, um dann... Hey, das packe ich nicht. Odite, Odite, Odite. Ach du Scheiße, die Dinge gibt's ja auch noch. Ah, damit fülle ich aber einen ganzen Part, ganz ehrlich. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Das mache ich irgendwann anders. Weil die Dinger echt kackschwer manchmal sind und echt dauern. Und mich nervt es jetzt schon, dass ich hier einmal drumherum rennen muss, damit ich da hochkomme. Zu diesem. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Ja, und? Ich bin fitter als du.
Und Ezio ist schon hier, glaube ich, 40 Jahre alt. Also daher, der ist noch ganz fit und ich vergesse die ganze Zeit, dass ich A nicht loslassen darf, weil er dann nicht mehr weitersprintet, dieser Penner. So, wo sind wir denn? Wo ist unser Assassin? Ach scheiße, ich bin komplett falsch. Toll, jetzt ist der da verreckt und ist jetzt hier. Na toll. War richtig hart verkackt. Aber so ist es halt. Er beinhaltet das Einnehmen riesiger Mengen von Bienen, der heilige Stuhl. Hau ab. Ich will nichts hören von dir. Was macht denn ihr? Achso, ah, ich dachte, das sind zwei Chicks. Das wäre nämlich viel heißer gewesen, wenn es zwei Chicks wären. Oh oh. Naja, so passiert's. Ah, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. So, wo ist diese Biatche hier? Hier sind die Biatches. Hallo! Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Ja, ich hab ja auch... Sie werden bald kommen. Seid bereit. Ich hab ja auch Stahlhandschuhe. Das tut weh. Gleich beginnt das Handgemenge. Melee! Nee, Brawl. Brawl? Nee, Melee ist Handgemenge. Den Cento Occhi muss eine Lektion erteilt werden. Natürlich. Den Kampf überleben, ohne dass die Diebe K.O. geschlagen werden. Also meine Diebe. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Come on. Schlag mich. Ah, jetzt hört doch auf die ganze Zeit hier. Ah, jetzt schlag doch auch. Ist doch langweilig ansonsten. Lass mich los. Nö. Kopfer und Heady. Your balls are shit. Die, motherfucker. Nö, dann nehme ich einen Kopf. Wenn er denkst, ich nehme die Hände weg. Ah ja, jetzt habe ich auch einen Trick raus. Am besten erstmal treten und dann kann man schön drauf prügeln. Ah, okay, gut, wenn du es willst. Aua, ja, ich weiß, es tut weh. Oh, und das tut noch mehr weh. Wie gefällt dir das? Komm hoch wieder, Biatch. Lass mich los. Habt ihr Angst? Oh, okay. Das war eben gerade ganz komisch, das sah aus. Naja, ich kümmere mich lieber um die hier. So gehört sich's. Und du? Die halten echt viel aus. Ah, es sei denn, sie kriegen was in die Balls. Eben war Friendly Fire on. Der hat mich nämlich schön selber geschlagen. Oh oh. Yo, come on! Das war jetzt natürlich Fail und dafür kann ich nichts. Ich meine, okay, ich habe gesehen, hey, ich bin weit weg vom Ziel, aber what the fuck, welches Ziel? Na, dann schlagen wir euch eben nochmal tot. Wie wäre das? Kicken! Was los? Okay. So, loslassen. Gut. Toll, okay, das ist immer gut, wenn ich 4 gegen mich habe. Dann kann ich nämlich den Move machen. Was? Haut ab. Nö, ich hau nicht ab. Und your balls must die. Komm wieder hoch. Nö, erst wenn du aufgibst. Okay.
Ich weiß, dieser Move ist ziemlich sick, aber irgendwie lassen die sich nicht so gut schlagen heute. Schlag nochmal zu! Komm schon! Ah! Ah, provozieren lassen sie sich. Keskifo! Worauf wartet ihr? Kommt schon ran! Ich bin hier! Los jetzt, ihr langweilt mich! Sollen wir tanzen? Ist das schon alles? Das ist sehr gut, wenn du es provozieren kannst. Bringen wir das zu Ende. Oh oh. Dann kannst du nämlich mit einem Schlag schön kontern. Na komm, Coglione. Stai attento, ich bin hier. Da! Aha! Schnappt ihn, Ragazzi! Oh, that hurt! Ah, hallo, ich bin in deinem Team. Wow, der wurde jetzt richtig hart in die Mangel genommen. Ah, das ist wunderschön, wenn sie auch nicht auf mich achten. Jetzt hat der ziemlich hart gelitten. Der wird nämlich jetzt gerade von allen so schön verprügelt. Und tot ist er. Heieiei. Man, man, man. Okay, das war jetzt relativ... Naja, okay, gut, ich bin desynchronisiert. Ich darf da nichts sagen. Und da haben wir schon wieder einen Diebesauftrag. Dementsprechend mache ich den noch, egal wie lange der Part dauert. Aber zuerst hole ich mir meinen Assassinen-Rekruten. Denn anscheinend ist einer verreckt zuletzt. Ich glaube, ja. Ich glaube, auf dem Weg oder auf den Sturm von der... Auf den Sturm der Bastion von Cesare sind, glaube ich, 3 oder 4 von mir verreckt. Das war ein ziemlich harter Move. Ja, dem Bürger helfen. Ich muss ja erstmal hochkommen. So, da oben ist er. Can you see the power of the assassins? Join my group! Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Naja, du bist fett. Ich will dich eigentlich nicht. Okay, es geht dann weiter natürlich zu diesem Auftrag, den muss ich mir jetzt auch noch zuerst markieren. Und die Kamera, oder die Map-Steuerung ist sowieso ein bisschen komisch jetzt neuerdings. Wenn man nämlich Assassin's Creed 3 länger nicht gespielt hat, dann kommt man erstmal mit der Karte nicht zurecht. Also ich zumindest nicht. Vielleicht bin ich zu doof zu, aber egal. Ah ja, jetzt kann er doch. Schneller. So, und wir springen hier schon mal ab. Ich sagte, wir springen hier ab. Danke, Pferd. Denn hier ist der Nächste. Ich weiß zwar nicht mehr, was er will von mir. Aber ich weiß nicht mal gerade, wo er ist. Da ist er. Piace, what up? Ezio Auditore, Perdiana. Alle sprechen von eurer Flinkheit. Doch könnt ihr euch mit mir messen? Oh, ein Rennen. Das ist wunderbar. Oh, den Emporkömmlich in seinem eigenen Rennen besiegen. Die Strecke in weniger als 60 Sekunden packen, das ist doch perfekt für diesen Part. Weil ich nämlich eigentlich immer volle Synchronisation anstrebe. Und das wird natürlich auch alles offscreen gemacht. Wenn ich wüsste, wo es lang geht, dann renne ich gern. So, ab geht's. 3, 2, 1, on attack! Ich hoffe, ich kann noch free running. Das verlernt man nämlich auch irgendwann. Ach, schade. Normalerweise kommt an diesem Part kommt coole Musik. Das musst du wahrscheinlich selber einbetten, weil natürlich die Kacke hier natürlich wieder rumbackt ohne Ende. Ah, jetzt kommt's. Geil! Das bindet dich, das kommt ausnahmsweise wirklich mal vom Spiel. Wow, fuck! Ich weiß, so ist die Strecke nett geplant, glaube ich. Das ist noch der kurioseste Part. Wenn man hier runterfällt, hat man es voll verkackt. So, und das war's, glaube ich, schon. Wuhu! Ist da vorne ein Heuhaufen irgendwo? Schade, nirgends. It seems like I have to die to end this part. Naja, aber trotzdem renne ich hier noch ein bisschen entlang, denn genau dafür.
Das kann nämlich immer passieren, dass man nämlich da solche Sachen immer mal wieder sieht. Und dadurch ein freies Banner bekommt. So, und mit diesem Schatz werde ich dann auch diesen Part beenden. Ich hoffe, da ist was Cooles drin. Und dadurch, dass wir jetzt so nah, glaube ich, an Leonardos Mission sind, machen wir im nächsten Part eine Leonardo-Mission. Und damit verabschiede ich mich in diesem Part von Assassin's Creed Brotherhood und euch und sage bis zum nächsten Mal mit Questmaster Ike.